Einen wunderschönen guten Morgen aus Hamburg. Es ist 8:31 Uhr, der 8. März. Mein Name ist Carlos Martins und Sie hören uns live aus dem Traders Club Trading Raum. Wir bereiten uns auf unseren 900. Tag, deswegen auch heute die Krawatte. Ja, immer zum 100. Tag zieh ich mir dann Miami Schick. Also, wir platzieren die erste Order. 14.007 würden wir long gehen und 13.992 würden wir short gehen. Das liegt direkt am Daily Pivot. Wollen wir nicht hoffen, dass der Kurs sich hier nicht beim 900. Trade, sondern es ist ja der 900. Tag. Seit 900 Tagen führe ich ein Live-Video-Tagebuch, wo man also rückwirkend sich 900 Tage anschauen kann, wie der Markt bei der Markteröffnung ist. Das Interessante hierbei ist auch die Entwicklung der letzten 900 Tage sich anzuschauen, vom ersten Trade bis zum letzten Trade, die Entwicklung, was haben die Märkte gemacht, wie sind die Tools verändert worden, wie ist die Strategie verändert worden, was für Boxen traden wir und so weiter und so fort. Also seit 900 Tagen und ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Ja, und so wie es ausschaut, wird es ein Big Number Trade bei 1400 sein. Das wird der 900. Trade werden. Wir bleiben aber hier auf dem linken Bildrand, schauen uns einmal die Vola-Boxen an. Freitag ja Arbeitsmarktzahlen, da haben wir nicht getradet. Und wir sehen da die Kurse am Freitag hier einmal rein, da wieder raus. Also die Volatilität am Freitag, ich mache das mal ein bisschen größer. So, vom Hoch zum Tief war 190 Punkte, also alles mehr als ausreichend. Also die war top. Für alle, die in Hedge auflösen müssen, der DAX wird heute reinkommen, um und bei der 1486, also 14.086, dort wird der Kurs versuchen reinzukommen, wenn alles nach Plan läuft. Die untere Box ist dann bei 13.920. Das wäre ein Stückchen tiefer. Wir haben eine Kurslücke. Ja, vielleicht versucht der Markt das zu schließen. Also wir haben hier die gelbe Box. Das ist jetzt erstmal eine Pending Box. Das heißt, wir haben im Gegensatz von früher können wir jetzt Boxen platzieren, Felder platzieren, Fallen platzieren, ohne zu warten, dass der Kurs reinläuft. Wenn man sich die alten Videos anschaut, da mussten wir es noch per Hand die ganze Zeit machen. Das müssen wir jetzt nicht mehr. Also 14.007 Long, 13.992 gehen wir Short und wir blicken jetzt mal auf die aktuellen Tagestrades bzw. die Märkte fangen ganz oben an bei der DAX Vorlage. Tagesstrategie Pro. So, hier sehen wir beim Daily Chart auf der Heiken Ashi Basis, dass das alles noch ja hier in der Zone ist, also noch kein Setup. Wir haben das All-Time-High liegt hier bei 14.172. Da sind wir 160 Punkte mehr oder weniger entfernt. Die Wochenkerze letzte Woche, war eher bullisch, der Markt, der Kerzenkörper hat nicht drüber geschlossen, aber war zumindest zur Vorwoche blau und eher also positiv. Gehen wir weiter runter und gehen in Gold. Gold sehen wir, geht ein Stückchen weiter Richtung Süden und wir kleben hier am 100er gleitenden Durchschnitt. Gold bei 1700. Auf Wochenbasis, auch letzte Woche, das war schon Wochenbasis, Entschuldigung, so sieht es im Tageschart aus. Und hier hatten wir ja immer morgens auch schon berichtet, diese Unterstützung ist gefallen. Und wir hatten dann mal die Fibos herangezogen, das letzte signifikante Tief hier mit dem Hoch dort. So, und wir sind jetzt direkt bei 1683. Das war die Zielmarke vom 61,8 Retracement. Das hat er direkt. Steuert er zumindest jetzt hier an. Das für das Thema Gold.
Und wir gehen weiter in Öl, den JR Ewing Trade. Hier sehen wir auch, dass wir involviert sind. Einmal Short, einmal Long von der Tagesstrategie. Wo sind hier die Widerstände? Und wir sehen hier oben bei 67,53 ist der nächste mehr oder weniger Widerstand auf diesen Trade. Ja, das war die Seitwärtsphase und da sind wir wieder zurück. Dann ist das Tief hier runtergefallen und jetzt sind wir also wieder in dieser Range. Ja. Nächster Markt ist dann Technologie, die Nasdaq. So, und da sieht es weiter short aus. Das sind die Tageskerzen. Also seit dem 22. Februar gibt unser Signal hier erstmal einen Kursrückgang auf Wochenbasis. Würde diese Woche das erste Signal laufen, also in der Technologiebörse S&P 500. S&P 500 gab es hier auch das Short-Signal. Der Trade ist in den Gewinn gelaufen. Auch hier, wenn wir uns das anschauen, der 100-Tages-Durchschnitt, wenn man es hat, hier erstmal gehalten bei 37,15. UK. Und dann gehen wir einmal in Bitcoin. Bitcoin 49.830, also auch da. Nichts Besonderes. Die Wochenkerzen seit 3 Wochen im Jahr sehen nicht extrem bullisch aus, aber auch nicht für eine Korrektur. Also der Markt hält sich dort bei 50 stabil. Und somit gehen wir jetzt wieder zurück zu unserem Box Trading. Ja, und warten, bis die sogenannte Falle zuschnappt. Aktuell noch nicht. Es kann immer noch sein, wenn der Kurs da nicht reinläuft, dass es noch eine andere Box wird, eventuell eine Blue Box. Ja, die Blue Boxen, wenn wir uns das mal anschauen, am Freitag, eine 20er, auch hier bleiben wir unserer Linie aktuell treu. Alle Boxen unter 30 werden getradet, 25er hier am Nachmittag und am Vormittag gab es nur große, nee, da gab es eine 15,1 Box, die ist sauber in den Gewinn gelaufen. Aber wenn so eine kommt, würden wir die natürlich auch traden. So sieht das aktuell aus. So, jetzt ist die Box aktiviert. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Big Number Trade wird der 900. Trade sein. Und wir sind long. Trade Nummer 1. Noch 2 Minuten bis zum Start. Long im ersten. Direkt am Daily Pivot 92 gehen wir dann short. Wir haben eine Kurslücke, ein Gap, was oben ist bei 44. Ab dem zweiten Trade auch heute gehen wir auf angepasst. Okay, wir stehen kurz vor dem Landeanflug. Berührt hat er schon die blaue Linie, ausgeführt noch nicht. 36 Sekunden zur Markteröffnung in Frankfurt. Da kommt sicherlich noch mal ein Impuls.
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und wir sind raus zum Gongschlag. Also das war der 900. Tag in unserem Videotagebuch und der Trade wurde im ersten in den Gewinn oder läuft ist in dem ersten in den Gewinn gelaufen mit dem Big Number Trade und somit bin ich gespannt auf den tausendsten Trade beziehungsweise den tausendsten Tag. Wir haben ja zigtausende von Trades mittlerweile umgesetzt im Box Trading. Geht ja immer nur hier um den Eröffnungstrade. Ja, wir machen jetzt im Live-Trading-Raum weiter, verabschiede mich dann auch bei den YouTubern und wir versuchen dann morgen den 901. Trade dann wieder anzusetzen. Bis dahin, alle gute Trades, bleibt gesund und wir machen im Live-Trading-Raum jetzt weiter.